Kann man hier bei uns eigentlich ganz ohne Geld leben? 12 Jugendliche haben das ausprobiert. Eine Woche lang waren sie beim Workshop Ohne Geld um die Welt, den die BUND-Jugend hier in Düsseldorf organisiert hatte. Am ersten Tag haben die Teilnehmer alles, was sie noch dabei hatten, auf den Tisch gepackt. Ein paar belegte Brote, Bonbons und Äpfel. Aber dann hieß es, um was essen wir morgen? Lukas sucht nach Äpfeln, die sonst keiner will. Und das dauert manchmal ganz schön lange. Die sehen eigentlich soweit alle ganz gut aus. Ja, hier. Hier ist noch alles super. Nur man hat hier eine faule Stelle. Die ist auch nicht wirklich gut. Aber die kann man rausschneiden und kann man den Rest des Apfels noch benutzen. Und der Apfel wird auch wahrscheinlich nicht verkauft werden, weil wer will so einen Apfel kaufen? Also sowas isst du noch? Ja, also wir schneiden das einfach raus und dann essen wir das. Also es kostet ja nichts. Warum soll man es nicht essen? Ganz umsonst ist der angefaulte Apfel aber dann doch nicht. Für das Obst mit den kleinen Macken hatten Lukas und Lea 3 Stunden im Gemüseladen mitgeholfen. Arbeit gegen Essen, so wollten die Jugendlichen durch die Woche kommen, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Das ist eigentlich eine tolle Erfahrung, also macht auch eigentlich Spaß. Also ist halt immer noch Arbeit, aber es ist halt schön fürs Essen halt zu arbeiten und wir kriegen halt auch relativ viel. Das Essen für den Abend ist gesichert. Ohne Geld sind die Jugendlichen schon ins Museum reingekommen oder haben sich die Haare schneiden lassen. Zusammen mit Lea ging es auf den Markt. Sie brauchte noch einen Blumenstrauß für ihre Oma und bot an, dafür am Stand mitzuhelfen. Die Blumenhändlerin hatte zwar gerade keine Arbeit für sie, den Strauß bekam Lea aber trotzdem. Ganz umsonst. Bitte. Dankeschön. Gerne. Hat es sich am Anfang Überwindung gekostet, jetzt einfach so zu fragen? Ja, am Anfang habe ich erst so ein bisschen gedacht, aber eigentlich habe ich da nie so sehr Probleme mit. Und mittlerweile, also am Ende der Woche, ist es schon fast normal geworden. So. Wie finden Sie denn das Projekt? Ja, interessant. Ja, ist halt die Frage, wie weit man damit kommt. Ne? Für ein üppiges Abendessen reicht es allemal. Die 12 Jugendlichen haben während des Experiments auf dem Gelände des Vereins Niemandsland in Oberbilk gekocht und gewohnt. Die Übernachtungskosten übernahm die Bund Jugend NRW, die den Workshop auch organisiert hatte. Während die ersten schon schnippelten, mussten die anderen noch mal raus. Es fehlten Gewürze. Wir würden gerne Essen tauschen. Wir brauchen Gewürze und wir haben ganz viel Obst. Hallo. Hier hat es leider nicht geklappt, aber vielleicht im nächsten Haus? Hier hatten die Jugendlichen dann endlich mehr Glück. Also, ich habe hier einmal Currypulver. Super. Und super schön was. Kardamom. Wow. Ja, vielleicht könnt ihr damit auch noch irgendwas Tolles anstellen. Klasse. Ja, auch im Tee, so einen schwarzen Tee mit Kardamom. Dafür durfte sie sich was aussuchen. Gut. 5 Tage haben die Jugendlichen komplett ohne Geld gelebt. Ein Modell für die Zukunft. Ich glaube, ganz ohne Geld schaffe ich nicht, allein schon von Sachen, also sozialen Sachen, die man mit Leuten macht. Da braucht man meistens Geld für. Und das könnte ich halt dann nicht, wenn ich keins hätte, irgendwie abends mal weggehen oder so. Und ja, also ich denke mal, ganz ohne geht nicht, aber ein bisschen konsumbedachter leben vielleicht. Wieder zu Hause wird sich zeigen, wie viel Lukas von dem Experiment gelernt hat und was er davon in den Alltag retten kann. Ja, eben haben wir Ihnen noch einen Beitrag gesehen, Christopher Schäle. Mhm. Sie waren nicht nur Teilnehmer des Workshops, sondern Sie haben den auch geleitet. Was möchten Sie, was die Jugendlichen davon mitnehmen? Also einfach, dass man, wenn man aus dem Herzen herausgeht, Leute anspricht, dass immer was zurückkommt. Und dass man eigentlich nichts, also es, man kann alles ohne Geld bekommen. Es dauert manchmal länger, aber die Dinge, die man dann bekommt, die sind oft viel wertvoller und da sind Geschenke, an die erinnert man sich immer wieder. Jetzt könnten Kritiker natürlich einwenden, sie können sowas nur machen, ohne Geld leben, weil es andere gibt, die Geld haben oder ihr Portemonnaie für sie aufmachen. Was antworten Sie denen? Ja, also darum geht es jetzt eigentlich bei der Sache nicht. Ne? Es geht einfach darum zu sehen, wie das Leben sein kann, ne? Wie man einander sich austauschen kann, wie viel Vielfalt entsteht. Und nicht jetzt darauf fanatisch geguckt, wir wollen jetzt ohne Geld leben, sondern gucken, Übergang zu schaffen zu anderen Möglichkeiten, wie man zusammenleben kann. Also vor allen Dingen mal so als Erfahrung auf Zeit. Ja, und was man da mitnehmen kann. Ne? Wie kann ich in meinem Umkreis auch anders zu den Dingen kommen, die mir gefallen? Sie sind ja sehr erfahren in dieser Sache. Sie sind insgesamt 5 Monate durch Nordrhein-Westfalen gereist, ohne Geld. Wie haben die Leute da so auf Sie reagiert? Also erst einmal, ich bin
rumgewandert, habe an Häusern geklingelt und Leute gefragt, kann ich Ihnen helfen? Dafür will ich nicht mehr als was zu essen, was zu schlafen. Und da, ja, das war für viele sehr neu und konnten damit nicht umgehen, haben es auch nicht wirklich alle unbedingt verstanden direkt. Aber die Leute, die ich dann getroffen habe, bei denen es dann geklappt hat, das war dann immer so Fügung. Da waren ganz besondere, das kam zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und das war ein toller Austausch auf beiden Seiten. Einfach großartig. Hatten Sie denn jede Nacht ein Bett zum Schlafen? Hat das immer funktioniert? Das hat immer funktioniert. Aha. Und hatten Sie ein Handy dabei? Ich hatte auch ein Handy dabei. Eltern machen sich ja auch Sorgen. Okay. Ja, klar. Mhm. Bei den Jugendlichen, was haben Sie so für ein Feedback bekommen? Wie meinen Sie, da bleibt was hängen? Die gehen in Zukunft anders mit dem Thema Geld um? Auf jeden Fall. Insofern kamen Kommentare wie, ich habe den Glauben an die Menschheit zurückgewonnen. Ne? Einfach mal mutig sein, mal fragen, mal Leute ansprechen, drauf zugehen. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitgenommen haben. Und auch was zum Zinssystem. Wir haben das Thema Geld auch behandelt. Haben Sie schon dahinter begriffen, worum es geht. Wie ist Ihr Verhältnis zum Geld? Wie wichtig ist Ihnen Geld? Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich kriege auch alles ohne Geld. Und wenn man in seinem Flow ist und dann kommt einfach alles zu einem, was man gerade braucht. Ich reise jetzt nicht mehr, das heißt, ich habe schon Geld, aber ich brauche es jetzt nicht so sehr. Ne? Also die Dinge kommen, wenn sie kommen sollen. In Zeiten wie diesen, junge Menschen, die, sagen wir mal, nicht so scharf auf Konsum sind, finde ich eine klasse Sache. Dankeschön. Hat mich gefreut, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Vielen Dank auch. In Düsseldorf.